Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem fast historischen Makedonien. Wir spielen Alexander den Großen 2.0 oder Alexander den Großen kleiner Bruder, irgendwie so. Also, wir waren letztes Mal hier bei der Befestigung oder Sicherung unserer Grenzen. Und hier Navissos haben wir befreit, beziehungsweise unseren Reich untergraben. Ja, vielleicht. Gut. Und jetzt müssen wir langsam, also hier, Arabia wurde eigentlich nicht eingenommen, habe ich jetzt eingenommen, weil ich eine Abkürzung nach Mesopotamia nehmen wollte, aber... oder ich dachte, glaube ich, dass hier dieses Gebiet auch erobert wurde, aber es war eigentlich so wie bei den Römern, dass hier nur so vorgegangen ist. Also die Römer waren, ja, soweit ich mich erinnern kann, nur maximal bis zu der Grenze und wurde dann von den Parthern immer zurückgedrängt. Und ja, genau. Alexander kam da viel weiter, aber Alexander war ja nur hier und Rom war dafür hier. Gut, also, jetzt nächste Runde werden wir Seleukia angreifen und erobern, dann die Streiter des Amasis vernichten und das war's. Agnes, mein Agnes hat was. Bitte was gegen feindliche Agenten. Das ist meiner, oder? Warte, ich muss noch mal schauen, welche Familie es ich bin. Ja. So. Das ist mein Dude. Ja, ich hätte auch einfach hier schauen können, ne? Und zwar... Warte. Verteidiger Pellas, die brauchen keine starke Kavallerie. Ich freue mich so, wenn ich starke Kavallerie habe. Weil dann kann man richtig spaßige Sachen machen. Gut, Götter des Krieges, der bekommt nichts. Ares Schrecken bekommt auch nichts. Und wir sind fertig. So. Was Rom noch macht, wird auch interessant, weil der ist auch ein bisschen... zerlöchert und der benimmt sich gerade komisch. Echt, will der jetzt das echt probieren? Das ist ein bisschen komisch. Ich meine, da gehe ich einmal echt jetzt und der sagt, der. Und der schafft das. okay. Wenn ich das verliere, dann höre ich mit dem Let's Play auf. Nee, Spaß. Nee, aber wie will der das schaffen? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Kann das gar nicht schaffen. Also der hat zwei Armeen und beide sind nicht wirklich gut im Häuserkampf, sage ich mal. Okay, er geht dahin. Ja, wie beim letzten Mal, ne? Und der hat das letzte Mal hat er es auch schon nicht geschafft. So, ich mach's wieder wie beim letzten Mal. Hier einen Pikenphalax hin. Hier eine obliten Bürgerwehr. Stimmt, hier ist ja verbargt. Hier. Ich glaube, der kann nur dahin, ne? Das war noch irgendwo der Bug. Bug, Bug.
Dann gehe ich noch dahin. Warte, ich hole mal die alle. So, falls er überlegt, hier hinzugehen. Und ich würde die Steinschleuderei hier hin tun. Die kommen dahin. Die kommen dahin. Die kommen dahin. Die kommen dahin. Und der kommt dahin. So. Ja, der Mob, der. Keine Ahnung. Warte, der Mob kann ja mal hier bleiben, falls der Gegner von irgendwo anders herkommt. So, ein bisschen vorspulen. Der wird wieder. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, von da. Ja, bis die da sind, ja, ist sowieso Auszeit. Ja, die sterben schon sehr gut. Die sind in der Falle langs. Die gehen dahin. Oh. Tja, ne? Und wie will der jetzt gewinnen? Mit der anderen Armee. Was ist denn das für eine Armee? Ja. Auch keine gute. Ich gehe mal hier raus und mach mal die platt. So, hol dir mal die Fernkämpfer. Unser General wird angegriffen. Geschossen können Sie zu euren Diensten. Ich sehe jetzt auf seinen General. Ich glaube, eine Einheit werde ich noch bekommen, die andere wird dann. Ja. Oder ich gehe gleich zu der. Feindliche General ist tot. Sehr schön. Okay, dann schaffe ich wirklich beide. Ja, ne? Also, wie ich das hätte verlieren können, weiß ich auch nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Wie ihr befehlt. Stolz
das ist doch doof. Unser General ist gefallen. Okay, ich sag nichts. Ich sag schon nichts mehr. Wie hätte ich das denn verlieren können? Ja, genau. Kavallerie gegen Peltasten verlieren immer. Ja, so lächerlich. Lächerlich, lächerlich. Es ist ja wurscht, das war ja eh ein feindlicher. Runtergehen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ah, der steht nicht mehr stabil da. Jetzt. Wir haben die Tore eingenommen. Haben wir die verloren? So, wieder ein bisschen schneller. Ja, easy. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich vor meine Stadtmauern hingestellt hätte, also quasi ein Ausfall gemacht hätte, hätte ich so, auch sowas von locker gewonnen. Naja. Was macht ihr denn da wieder? Hm? Hier muss ich auch schon, dass hier ja jeder Tod. Das war ein peinlicher Tod. Warte, du bist. Aran Schrecken hat auch keinen mehr. Zügellose Piraterie, Umsturz, überfallen Soldaten, ehrenhafter Tod. Patrizen wurde vernichtet, natürlicher Tod. Mission T geschlagen. Ja, wie ich. Ja, egal. Ach. Hör auf. Öffentliche Ordnung. Der da. Auch mit ja. So, gut, dann genau, der ist jetzt nach hinten weggehuscht oder nach da weggehuscht. Da komme ich aber nicht hin. Natürlich nicht. Zu euren Diensten.
Fällt euch was auf? Der steht hier und kann zwei Schritte Richtung Partien reinmachen und 10.000 Richtung. Ja, okay. Ist doch einfach nur dämlich. So, machen wir mal Steuersatz. Ich bekomme nur 7.900 pro Runde. Das ist ein bisschen wenig. Du kannst wieder aktiviert werden. Du schaust mal dahin. Okay, hier ist eigentlich alles frei. Rebellen. Dann machen wir auch mal Bergbau. Ja, das machen wir automatisch. Dann machen wir mal Schutzstellung. Genau, super. Nee, normal. Wir kommen jetzt trotzdem hier rein. Gut, du hast was bekommen. Du bist ein Philosoph, aha. Wieso habe ich einen Philosoph gemacht? Ja, Gebäude. Gebäude weniger ist immer gut. Schicke ich dich jetzt zur Jagd oder... Ja, komm. Ich jage jetzt mit dir. Ah, genau. So, du bekommst jetzt auch nochmal... Ah, super. Genau. Hat da was eigentlich... hat da was mit Kavallerie? Ich glaube nicht. Moral... sieht gerade nicht so aus. Haben wir dem oralisieren? Rekrutierungsplatz, das ist auch gut, Kämpfer. Aber trotzdem, da bleibe ich bei dem Wohlstand aus allen Handel, das überlasse ich einen anderen. Erfolgreichen Hinterhalt, Konvertierung. Nee, dann mache ich das. Gut, dann haben wir es, glaube ich, auch wieder. Genau, die bekommen nichts. Aber der bekommt noch was. Ach, der bekommt noch was. Nee, das ist... Rekrutierung, Unterhalt und Verstärkung. Das ist gut. Dann weiter geht's. So. Uiuiui. Jetzt will ich mal schauen. Oh, da ist eine Flotte von mir. Jetzt will ich mal schauen, was Rom, also wie Rom jetzt aussieht. Weil er. Vorletzte Runde oder letzte? Also ich glaube vorletzte Runde war Rom eigentlich in Italien nur noch. Hatten die Rom noch? Das weiß ich gar nicht mehr. Feind verwundet. Das freut mich. Rang erhöht. Nach Hause zurückgekehrt. Das ist alles sehr schön. Rom. Krass. Aber wieso ist Rom hier hingegangen? Und also wahrscheinlich ist da die größere Armee. Oder beziehungsweise da ist die Armee von Sparta. Rom ist in Händen von lateinischen Rebellen. Interessant. Dann würde ich mal sagen, gehe ich mit der Armee nach Pella zurück, falls der Römer auf dumme Gedanken kommt.
Und hier. Ja. Ja, das kann ich automatisch machen. Warte, zuerst will ich den aber befördern. Weil das kann noch. Angriffsbonus Kalalari. Ja, komm. Du pusht jetzt mal die Kavallerie. Ich habe hier wieder Punkte. Warte, hier. Für alle. Ja, Schussdinger sind ganz gut. Kolonie, Rüstungsbauer. Minus Korruption ist halt auch immer sehr, sehr, sehr wichtig. Zivil. Ja, da mache ich hier Korruption weg und Steuersatz hoch. Das ist ganz gut. Ja, dann greifen wir das mal. Ja, 93 ist super. Das ist super. So. Gut, hier. Alexander Stolz hat wieder volle Mannstärke, Armeestärke, Fullstack, whatsoever. Hier unten in Alexandria ist alles gut soweit. Genau, das gehört mir ja nicht mehr. Rhodos. Denen geht's nicht so gut. Die brauchen eigentlich. Ja, minus 1. Was ist da aber verkehrt? Steuern und Sklaven. Vor allem Gebäudeverarmung, okay. Dann werde ich hier den umbauen und ein öffentliches Gebäude reintun. Dafür werde ich den aber aufbauen. Dip, 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 dip. So, wir haben eine Welt der Wunder. Stadt von Babylon. Die große Stadt von Babylon. Wunder, die in eine Stadt von atemberaubender Schönheit. Plus 10% zivile Forschungsrate und 5 Wachstum pro Runde. Das ist super. Und fraktionsweit. Genau. Dann würde ich sagen, nächste Runde gehen wir Richtung Xarax. Und dann Susa und dann haben wir Mesopotamia. Und danach, was hat denn danach der Alexander gemacht? Also nach Susa kommt er eben in Persepolis an. Und Persepolis ist, glaube ich, gibt es hier gar nicht. Soweit ich weiß, war Persepolis in dieser Region hier. Aber ja. Genau, 330 vor Christus hat er das gemacht. Und wir sind, ja, gut 100. Ist zufrieden dafür. Gut, also, danach kommt Baktrien. In Darius der Dritte flieht nämlich nach Baktrien. Genau, warte. Heutiges Turkmenistan und Afghanistan. Und da werden wir dann auch ihn verfolgen. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.